So, weiter geht's. Nochmal speichern. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder noch übrig sind. Die sind beide tot. Der ist tot. Ist noch der Rowdy übrig? Edna? Alter, dann habe ich alle. Die sind alle Matsch. So, jetzt gehen wir erstmal zum Brunnen. Verscheuchen die Spatzen. Lily hätte Shawnee gerne gezeigt, dass sie sehr wohl tough genug war, um auf Spatzen zu schießen. Leider war ihre Muskete nicht geladen. Oh nein, womit... Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Welch ein Zufall. So, dann schau mal her. Oh mein Gott, was zum Geier. Nervös? Lily hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Ah, dann haut doch mal eine schöne. Lily hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Tun sie auch. Aua, das hatte Lily fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Bitte was? Adler. Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lily später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Wie seine Augen langsam nach hinten drehten. Kein Wunder, wenn sich eine ganze Zigarette ansteckt. Oh Mann, ey. Was ist denn jetzt das Feuerzeug? Termiten? Ach so. Ah, ich hab das Rezept wieder. Toll. Oh mein Gott, wie weit die toten Kenner rumliegen. Ich werde doch wahnsinnig hier. Ich sag dir das bereits, aber es hält mir echt langsam an meinem... Fällt mir echt schwer, meinem Verstand zu festzuhalten. Einfach mal den Ofen anmachen. Alles ist gut. Der Ofen war schwarz und leer. Die Zigarette allein würde den... Okay, dann machen wir doch mal folgendes. Knallfrosch in den Da Ofen. Waren schon wieder die... Lily erinnerte sich noch gut an die Klosterschulordnung. Man durfte Knallfrösche nur dann benutzen, wenn es einen triftigen Grund dafür gab. Irgendwie so. Irgendwie so, ja gut, passt schon. Achso. Lily hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Gut, wir wollen ja den Beweis vernichten. Sehr schön, können wir den auch noch verbrennen? Da waren zu... Nein. Gut, der Ofen ist auch wieder an. Und wir haben das Rezept, das heißt, wir können das Essen machen. Sehr schön. Das geht auf jeden Fall gut voran. Gott, hey. Die sind nicht tot, die schlafen nur. Die sind alle nur in Lilis Gedanken tot oder in Ednas. So, hier ist das Rezept. Ach, du hast das Rezept? Klar. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Moment, was? Lily. Was starrst du? Sie hatte... Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Du Natürlich. Schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Mhm. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Achso, ich dachte schon... Es ging jetzt irgendwie um die Dinge, für die jetzt in der Zeit passiert sind. Dann habe ich schlechte Nachrichten. Solange ich nicht die Konservendose aus dem Keller habe, kann die Obere noch lange auf das Futter warten. Alles klar, dann hole ich die Dose. Vorher durfte ich es nicht, also haben wir nochmal zusätzlich zwei Klicks. Drei Klicks. Vier Klicks. Überall vielleicht diese Kartoffelmännchen rumdüsen. Lilly. Ich versuche immer noch irgendeinen Namen zu assoziieren.
Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Gut, weiter gibt's da nichts. Wir haben hier alles erledigt. Ich denke mal, wir bewegen es tatsächlich schon auf das Ende des Spiels zu. Wenn es denn nicht noch einen zweiten Bereich gibt. Das gab es ja bei Endnerbericht auch aus. Bericht aus auch, dass man erst in der Irrenanstalt war und dann eben woanders. Ich will da nicht so viel darüber reden. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Meine Konservendose für Doris. Du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Mhm. Tja, hoffen wir es einfach mal. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Wahrscheinlich gibt es damit jetzt auch wieder ein Problem. Wegen das Essen ist noch nicht da, bla bla bla. Wo ist das Essen? Bla bla bla. Und Edna, hör auf, deine Verstecke in dein Tagebuch zu schreiben, die dann dein Tagebuch dann irgendwo an Tauben zu verlieren. Wahrscheinlich hast du mit der Taube gewettet, so wie ich dich einschätze. So, Essen ist da. Ach, da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Hoffnungen. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Muss Verlockung widerstehen. Wieso ist ihr Gesicht eigentlich blau? Neben Braten. Oh nein. Geh jetzt mal weg von der Pflanze. Ich wollte sagen, nicht, dass die Pflanze gleich den Braten frisst. Das war simpel. Das habe sogar ich hinbekommen. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Gute Frage. Tollkirschen. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Warum denn nicht? Sei doch nicht so ein Spielverderber. Lilly bezweifelte. Wartet mal, kann ich vielleicht hier irgendwas mit der Pflanze machen? Lilly wollte. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Gut, dann nicht. Dann trotzdem mal die Ballon. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die... Okay, dann nicht. Dann sind sie an. Lilly wollte es sich... Gut, dann nehmen wir den Braten wieder raus. Guck mal, ob die Pflanze da vielleicht Bock drauf hat. Das ist eine Mario-Pflanze, ey. Oh. Und jetzt? Die lustige Zumin. Achso, jetzt habe ich den Teller bestimmt. Ha! Oh, ich hoffe, die arme Katze verhungert nicht. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. So, dann war der Entenbraten für sie. Oh Gott, wie dumm. Natürlich. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. So, wir müssen an den Haken. Hier fehlte entweder ein Bild. Aber wie machen wir das, Ballonkatze? Und das Durchgang, also das ist klar. Was jetzt? Gut, das Essen ist gemacht. Oh, ich kann nicht rausgehen. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. Habe ich doch schon erledigt. Mal sehen, ich habe nur diese Dinger. Lumpis als Haus. Überlegen wir mal. Ah, ein Haken für das Bild. Klack. Raufaser, jetzt verstehe Na, ich das. Na, da hatte es aber jemand eilig. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Taube. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte.
Und ihr... Ah, hahaha, und jetzt die Knallfrosche. Oder zumindest etwas Ähnliches. Aber spontan fiel ihr keine Möglichkeit ein, die Feuerwerkskörper zur Taube zu bekommen. Lilly konnte nicht besonders hoch werfen. Komme ich nicht wieder runter? Nee, ich komme nicht wieder runter. Okay, ah, Moment. Haha! Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Lilly... Der Plan war heikel. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Oh Mann. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Wir haben etwas geschafft. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Mann, das war ja fast friedlich. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Oh Mann. Was ist das? Das glaube ich nicht, da ist nicht Helium drin, oder? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Oh mein Gott. Was? Das... Diese verfluchten Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lilly! Das gefiel mir gar nicht. Was für ein blöder Zufall. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Na gut, Edna war ja noch jung. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly! Schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Euch? Du weißt von uns? Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell. Moment, erstmal gucken, was können wir da alles mitnehmen? Abhörablage, Monitore. Was soll das denn werden? Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Okay, Schnitt.